Oh, Freunde, da kommt gerade wieder ein Flieger. Und da ist eine schöne Statue. Und ihr hört mich wahrscheinlich gar nicht. Da kommt der Flieger. Geht das? Ah, kommt da runter. Leute, was ihr hier seht, ist San Diego. Ich bin jetzt in San Diego, gestern Abend hier mit dem Zug angekommen. Und da hinten ist der Flughafen. Ja, apropos Flughafen, wäre ich so schlau gewesen, hätte das vorher gewusst, könnte ich natürlich auch von hier einfach nach Mexiko fliegen. Ja, jetzt bin ich in San Diego und muss dann in ein paar Tagen wieder ganz zurück bis nach L.A., um dort zum Flughafen zu gelangen. Nun gut, aber guckt euch doch erstmal an, wie schön das hier ist. Ich sitze jetzt hier gerade im Waterfront Park. Das Gebäude dort ist... ja, die Administration, quasi Bürgermeisterhaus für Stadt San Diego und auch für ja, County. Was ist denn County bei uns? Gemeinde San Diego, genau. Was ist denn mit dieser Kamera? Die zoomt die ganze Zeit. Jo, ist auf jeden Fall richtig angenehm hier. Wie gesagt, ich bin gestern Abend angekommen. Hab nur ein bisschen was gesehen. Ich bin einfach vom Bahnhof zu meinem kleinen Hotel gelaufen. Und was ich gesehen habe, hat mir richtig gut gefallen. Also ich kann jetzt schon sagen, dass San Diego deutlich schöner ist und mir besser gefällt als L.A. L.A. ist da doch schon ziemlich dreckig und teilweise runtergekommen. Aber San Diego ist richtig schön, was ich gesehen habe. Auch der Stadtbereich da hinten mit den größeren Häusern und so weiter. Sieht richtig schön aus. Ja, einfach gepflegt. Und ich war in einem... ich bin durchgelaufen durch den Stadtteil, der sich da nennt... der Hund. der sich da nennt... Little Italy. Und schon wieder ein Flieger. Und in Little Italy ist quasi eine riesige, ein eigenes Stadt, ja, ist halt ein Stadtteil mit hunderten italienischen Lokalen und Geschäften. Und so, wenn man sich da durchfuttern möchte, und das wird dauern. Und da war halt auch mein Hotel gelegen. Deswegen bin ich da durchgelaufen und es ist gut, dann, also ich kam an, da war noch ein bisschen Sonne da und da war gerade Sunset-Zeit und ja, das war einfach mega, mega schön. Dann, wo es gerade leicht dunkel wurde und all die Lichter angingen, bin ich dann da durchgelaufen. Und alleine dieser Stadtteil ist schon schöner als gesamt Los Angeles irgendwie, was man sich in Los Angeles angucken kann. Also ich bin mega angetan hier von San Diego bislang. Man sieht auch alles von hier. Da hinten kommt jetzt gerade ein Zug reingefahren. Beziehungsweise einfach nur eine Straßenbahn. Ja. Mega, mega geil. Jetzt haben wir am nächsten Morgen, wie ihr seht. Es ist 11 Uhr gewesen. Ich habe ausgecheckt und bin jetzt eben runtergelaufen. Nur ein paar Minuten. Wie gesagt, jetzt hinter der Kamera. Kann ich eigentlich auch selber eben. Da hinten ist Little Italy und von da bin ich eben hier kurz runtergelaufen ans Wasser. Ja. Ich mache das trotzdem mal eben lieber so. Ich glaube, so hört ihr mich besser. Und da ich nicht den ganzen Tag rumlaufen will mit meinem Gepäck, habe ich das auch schon immer so gemacht, dass ich mich einfach gerne mal irgendwo hinsetze und einfach ein bisschen mal die Szenerie genieße, so wie hier jetzt. Und um 16 Uhr ist dann, glaube ich, Check-in bei meinem Airbnb. Also ich hatte eigentlich zuerst hier ein Airbnb gemietet, musste dann aber noch einen Tag überbrücken, deswegen habe ich mir eben ein kleines Hotelzimmer genommen. War nicht allzu teuer, dafür ganz gut. Ja, genau, jetzt genieße ich erstmal so ein bisschen den Ausblick, gucke mir das alles ein bisschen an und laufe dann noch ein bisschen weiter durch die Stadt und werde dann heute ins Airbnb einchecken. Ich glaube, hier werde ich eine ganz gute Zeit haben. Einfach mal ein bisschen runterkommen, vielleicht ein bisschen weniger sehen, ein bisschen weniger reisen, einfach mal die Zeit genießen, bevor es dann nach Mexiko geht. Ja. So viel dazu, zu meiner aktuellen
Lage, Position, Situation und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.